Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge Die Zwerge im neuen Jahr 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und ich würde sagen, wir starten einfach. Wir haben im letzten Jahr, haha, in der großen Folge hatten wir eine Magierin kennengelernt mit ihrem Beschützer. Wir haben einen Magus bekämpft, wir haben jede Menge Orks bekämpft und jetzt sollen wir uns zu dem Reich der Zwerge aufmachen, der zweiten. Und da würde ich sagen, dann machen wir uns jetzt mal schnell hin. So, mal gucken. Gleich muss bestimmt irgendwas wieder kommen. Der Weg führt euch durch eine Schlucht, dessen steile Wände zum großen Teil aus lockerem Geröll bestehen. Ihr könntet vermutlich für einen Steinschlag sorgen, der den Weg für eure Verfolger blockieren würde, euch aber den Rückweg versperrt. Der Rückweg. Ach, wir blockieren einfach mal. Es dauert länger, als euch lieb ist, einen ausreichend großen Steinschlag auszulösen. Doch als sich der aufgewirbelte Staub verzogen hat, erkennt ihr, dass ihr für eure Mühen belohnt wurdet. Der Weg ist durch die Geröllmassen blockiert. Sehr schön. Was sind das eigentlich? Ach, das sind die Orkhorn. Okay. Gegen Nachmittag, als die Sonne tief hängt, führt der Weg euch durch eine Schlucht. Ein Blick auf deine Karte lässt dich vermuten, dass ihr nahe Toboribur, dem Orkreich, seid. Wrakas, lass uns unversehrt. Etwa eine Meile weiter bleibt Boindil plötzlich stehen und schnüffelt. Riecht ihr das? Schweineschnauzen, eine ganze Menge! Gehen wir vorsichtig weiter. Vielleicht können wir ein paar von ihnen erledigen, bevor sie Alarm schlagen können. Okay, und oh, es geht schon direkt los mit Action. Haha. So, gucken wir gleich mal. So, Leute. Bin mal gespannt jetzt, gegen wie viel wir wieder kämpfen müssen. Und glaubt die Magierin, ob die auch bei uns noch ist? Eigentlich schon, die wollte ja mit uns reisen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Lalalala, Leute. Ach, das ist immer mit den Laden, ne? Das ist das einzigste Spiel, wo es laden muss. Noch bei WoW auch, stimmt. Da muss es auch laden. So, aber sind wir schon bei 60%. Gleich geht's los. Mal gucken. So. Seid ihr denn gut ins neue Jahr gekommen? Habt ihr schön geknallt? Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Weil jetzt ist ja schon Mittwoch. Gut. Heute ist der erste Arbeitstag im neuen Jahr. Genau, Silvester ist ja der Montag gewesen. Dienstag ist der erste. Da haben wir ja teilweise alle frei. Und heute ist der zweite. Oh, können wir nicht nehmen? Gut. Wenn wir den X nehmen, können wir dann den nehmen. Ach komm, wir nehmen die Magi. Level 6. Level 6. Na komm, behalten wir so bei. Ja? Bin unterwegs. So, dann gucken wir mal. Hört ihr das, Leute? Bin unterwegs. Da kommen schon die ersten Pfeile. Wir müssen. So gut wie erledigt. Bin unterwegs. Das ist gerne. Bin unterwegs. Oh, das ist Pech für dich. So. Ich habe gar nicht so fest zugeschlagen. So gut wie erledigt. Vielleicht bringt's was. Komm, Deal. So gut wie erledigt. So, hier können wir jetzt kämpfen. Was kann die so? Verbrennung, Blitz. Ja, komm, du kannst mal da. Du kannst das machen. Du machst auch das. Wo ist mein Freund? Schon fast da. Komm her hier. Aber klar. Komm her, du! Was macht der denn? So, Leute. Und jetzt vielleicht bringt's Kommt mal was. alle hier ein bisschen zusammen. Das ist Pech für dich. So. Du machst das. Ja, komm. Weh. Ja? So.
Tungdil, du haust mal ihn erstmal tot. Ja. Erstmal den. Jetzt bin ich aber gespannt. Er verursacht Schaden, betäubt die Gegner. Du machst das. Sehr schön. Was haben wir ihn schon fast besiegt. Dann einer weniger. Chancenlos. Haha, das war aber geil. Da kommt er zusammen. Ziehen wir sie nochmal alle zusammen. Und diesmal nichts, okay. So, Tungdil. Die. Was denn? Du kannst das machen, ja. Und du haust mal hier einmal rum. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Sehr schön, haben wir gleich wieder mehrere fast besiegt. Ja. Erledigt. Ja. Aber was ist das denn jetzt? Wollen wir nicht. Uah. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. So. Und zack. Und jetzt? Du machst das natürlich wieder. Klingenstoß. Was ist? Du machst das. Und du haust hier so einen Kettenblitz rein. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt müssen wir einen Ausgang erreichen. So gut wie erledigt. Ja, noch keinen Ausgang erreichen. Ne? Was denn? Er hat sich ja kaum gewehrt. Das ist so. Komm, machen wir nochmal Stopp. Was für eine Zeitverschwendung. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So, müssen wir aber die Oger müssen wir jetzt erstmal. Die Oger müssen wir jetzt erstmal besiegen. Dahin. Dann haben wir dich noch, ne? Ja. Sehr schön, aber. Den einen Ohr gleich fertig. Besiegt ihn. Jetzt machen wir den noch fertig. Und jetzt? So. Zu einfach. So, kommt mit. Du auch. Bin unterwegs. Was wir müssen zusammenbleiben, müssen wir uns verlieren, wir uns hey. Dich machen wir da oben erstmal fertig. Komm, wo ist denn? Und jetzt? Chancenlos. So gut wie erledigt. Jetzt der. So, komm her. Ja? Ja? Und du machst auch. Ja. Und ich hab mich mal ernst gemacht. Und weiter! So, Leute. Bin unterwegs. Da ist ein Ausgang. Ja, los, Leute. Komm, laufen in Schnellschritt. Bin unterwegs. Wir sollten in die Höhlen und Stollen hinabsteigen. Da gibt es bestimmt noch mehr von denen. Oder wir sollten uns darauf konzentrieren, endlich die Festung Ogato zu erreichen, Boindil. Du ignorierst das beleidigte Gesicht deines Freundes und ihr macht euch auf, das Gebirge der Orts hinter euch zu lassen. Sehr gut. Das war aber ein Kampf. Da sind wir durch die Orkhorden gelaufen und zwei Oger waren auch dabei. Die hatten aber keine Chance. Keine Chance hatten die. Ach, die anderen kriegen auch Level dazu, wenn sie auch nicht kämpfen. Okay. Oh, was kriegt er denn jetzt? Oink, oink, Bulli heilt ein wenig Leben und zieht die Aufmerksamkeit auf die Feinde auf sich. Das ist gut. Sehr schön. So, aber Leute, ich speichere einmal kurz. Weil das Spiel stürzt ab und zu immer mal ab. Speichern. Und es geht weiter. So. Ach, die Orkhorden. Seit ihr mit Jerun und Andukai reist, hast du dem Ritter jeden Abend einen Teller mit Essen hingestellt. Trotzdem hat ihn noch keiner von euch essen gesehen. Du beschließt, heute besonders darauf zu achten, um zu sehen, was sich unter dem Helm befindet.
Andokal sitzt nicht weit von dem Riesen entfernt und studiert die Bücher. Habt ihr schon etwas Nützliches entdeckt? Sie schaut zu dir auf. Denkst du, ich würde bleiben und kämpfen, wenn in den Büchern ein Zauber stünde, mit dem man Not-On vielleicht bezwingen kann? Euer Gott ist der Gott des Ausgleichs. Ihr müsstet es als eure Pflicht sehen, ein Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten herzustellen. Anstatt zu antworten, reibt Andokal sich die Augen und klappt die Bücher zu. Es ist zu dunkel zum Studieren. Wir sehen, was sich morgen ergibt. Missmutig blickst du der Maga hinterher, die zu ihrem Nachtlager geht. Dabei fällt ein Blick auf Jerun und den Teller zu seinen Füßen, auf dem sich kein Krümel Essen mehr befindet. Ja, hat das geschafft, ohne uns zu essen. So, die Straße müssen wir hier lang. Dann nehmen wir die hier. Genau, brauchen wir einfach mal nur geradeaus, das ist gut. Ey, diese Horde. Ihr seht die Oase bereits aus einer Tagesreise Entfernung. Doch im Schimmer der Mittagssonne bist du dir nicht sicher, ob es sich nicht nur um eine Fata Morgana handelt. Doch die Zwillinge bestehen darauf, dass es hier ein Dorf gibt und die Aussicht auf ein Dach über dem Kopf für die Nacht treibt euch voran. Je näher ihr der Oase kommt, desto mehr beschleicht euch das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Es ist zu still und ihr seht keinerlei Bewegung. Als ihr das Dorf betretet, bewahrheiten sich eure Befürchtungen. Eure Feinde waren bereits hier. Oh, oh, oh. Feinde, das heißt wieder Geschmätze. Oink, 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 oink. Die Schweineschnauzen. Oh, mal gucken, auf was uns jetzt erwartet. Oh, das ist wieder so dunkel, Leute. Ich glaube, da seht ihr kaum was, ne? Kann ich hier wem auswählen? Ne. Ich hoffe, Leute, ihr seht was, weil es wieder total dunkel ist. Wo sind alle? Hallo? Jemand hier? Ihr schreckt alle zusammen. Du schaust Boindil wütend an. Er zuckt entschuldigend die Schultern. Alter, ist der laut, der Große. Wir gehen hier unten lang. Oh, Leichen. Das ist eine Falle. Wir sollten... Willkommen in Tasknar. Ich bin sicher, die Einwohner würden euch auch begrüßen, wenn sie es denn noch könnten. Du erkennst den Alp sofort wieder. Du hast ihn mit den Ork-Anführern gesehen und er ist dir nach Grünhain im Traum erschienen. Oder nein, nicht im Traum. Sintoras! So treffen wir uns wieder, Tungdil. Wie hat dir meine Arbeit im Stollen gefallen? War doch ein netter Anfang, oder etwa nicht? Ein unheimliches Lächeln legt sich auf Sintoras Lippen. Wundervoll. Ich sehe den Hass in deinen Augen. Komm, hol dir deine Rache. So, sollen wir den Magi lieber benutzen? Na ja, komm, nimm mal den Magier mit. So. Hm? Oh, das ist Pech für dich. Erstmal lassen wir ihn zu uns kommen. Alter, Falter, jetzt kommen doch hier noch Orks ohne Ende, aber... Gut. Du kannst das machen. Was ist? Du kannst es auch machen. Jetzt bin ich aber gespannt. Du machst das. Ja! Was denn? Ja? So, Tungdil, du haust erstmal hier rein. Was denn? Du machst das auch ja. Gleich. Du haust hier mit zu. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Magie macht gleich hier. Ja. Solche Kreatur. Er hat sich ja kaum gewehrt. So, wo ist er denn? Kommt mal her. Ja. Also gut. Wir müssen alle zusammenladen. So, wie viel müssen wir denn das Sinn für was tun? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Erstmal müssen wir jetzt hier mal ein paar. Was für eine Zauberstellung. Was denn unterwegs? Wo ist denn Thoras? Jetzt bin ich aber so gut wie erledigt. Da hinten, er kommt. Sofort. Vielleicht bringt's was. Wo ist er? Auf dem Weg.
So gut wie erledigt. Für Brutus. Spüre meine Macht. Das ist Pech für dich. So Leute, einmal kurz hier warten. Und ich muss das erstmal fertig machen. Zack. Und wo ist er hier? Er macht das auch gleich mit. Und ich habe nicht mal ernst gemacht. So. Wo ist der Nächste? Auf dem Weg. Einfach was da. Tungil. Ach so, kann ich euch besser alle sehen. So. Tungil, wo bist du? Da. Sehr schön, du machst das. Du machst das. Du kommst von der Seite. Und du haust einen Kettenblitz da rein. Kleine Schweinchen. Jetzt bin ich aber gespannt. Abscheuliche Kreatur. Oink, oink, kleine Schweinchen. Was denn? Ne, erstmal das. So, Tungdil. Du haust da einfach mal rein und du machst das. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Was für eine Zeitverschwendung. So gut wie erledigt. Er hat sich ja kaum gewehrt. Ja, bin unterwegs. So sieht's wohl aus. Bin unterwegs. So, da ist er ja. So, komm her. Du musst noch die machen. Du machst oink oink. Du auch. Du machst direkt auf ihn. Haben wir ihn? Rückzug zurück. Verdammt, warum seid ihr hier? Und warum könnt ihr noch Magie benutzen? Dein Meister hat ausgerechnet die am Leben gelassen, die man am wenigsten als Feind haben will. Husch, husch, kleiner Alp. Flieh. Dieses Mal hat euch eure Magie gerettet. Aber beim nächsten Mal werde ich vorbereitet sein. Ich habe genug vom Kämpfen. Zeit, dass wir in eure Heimat kommen. Bevor wir ein kaltes Bier genießen können, stehen uns noch einige Tage in der Wüste bevor. Je länger wir reden, desto später kommen wir zu unserem Bier. Gehen wir. Ha, Leute. Das war mal wieder geil. Und den, wie heißt er? Den Alp Syntholas. Also mit Magie können wir ihn gut besiegen, habe ich festgestellt. Also ihr habt gesehen, er hatte, glaube ich, halb voll noch Leben. Und da haben wir jetzt eine Attacke voll auf ihn draufgeschossen. Und das hat es uns echt gebracht. So, was haben wir denn hier? Schadensbonus, Verteidigungsmunition, die erleidet Schaden. Den Schaden ist für kurze Zeit halbiert. Nein, Angriff. So, Leute, aber ich würde sagen, wir sind fertig für die Folge. In der nächsten Folge reisen wir weiter zu den Reich der, zu den Zwergen in Reich der Zweiten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch Feedback da, Kommentare, Daumen nach oben, würde mich auch freuen. Und bis dahin, bis nächste Woche. Tschüss.